Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um das Stromnetz in Berlin. Ich habe schon mal in einem anderen Video die Konzessionsvergabe, das Verfahren dahinter erklärt, also wie es dazu kommt, dass ein Stromnetzbetreiber die ja, Erlaubnis bekommt, das Stromnetz in einem kommunalen Gebiet zu betreiben. Und jetzt ist aktuell ja die Stromnetzvergabe in Berlin ein Thema. Das ist es schon seit einigen Jahren, aber jetzt gerade ist es nochmal ganz aktuell. Und deswegen möchte ich ein bisschen erklären, was dahinter steckt, was da eigentlich passiert ist und was jetzt eigentlich wohl demnächst passieren wird. Aber erstmal zum Hintergrund. Es geht ja um das Stromnetz in Berlin. Berlin ist Land und Stadt und hat deswegen hoheitliche Rechte, das Stromnetz zu betreiben oder den Betrieb eben zu vergeben an ein Unternehmen. In der Vergangenheit war das, also in der langen Vergangenheit, war das ein mehrheitlich ja kommunales Unternehmen, nämlich die sogenannte BEWAG. War bis zumindest 1997 in öffentlicher Hand. Die hat praktisch größtenteils 50,% mindestens dem Land Berlin gehört. 1997 hat das Land Berlin dann aber eben genau diese Anteile verkauft. Und über verschiedene Wege gingen diese Anteile dann schlussendlich auch mit allen restlichen Anteilen zum Vattenfall-Konzern. Vattenfall hat dann über die Vorgaben des Unbundlings ein, ja, dezidiertes Tochterunternehmen für das Stromnetz gegründet, nämlich die Stromnetz Berlin GmbH. Die war dann ein ja, privatwirtschaftliches Unternehmen, was eben das Recht hatte, das Stromnetz in Berlin zu betreiben. Das hatte praktisch die Konzession inne. War aber eben ein privatwirtschaftliches Unternehmen. 2011 hat sich in Berlin der sogenannte Energietisch gegründet. Der hat sich orientiert am sogenannten Wassertisch in Hamburg, wo es darum ging, damals auch dort eine Rekommunalisierung umzusetzen und eine gewisse Bürgerbeteiligung dabei auch möglich zu machen. In Berlin ging es dann eben darum, ja eine Rekommunalisierung, also das Zurücknehmen in die öffentliche Hand des Stromnetzes zu ermöglichen und darüber hinaus eine gewisse Bürgerbeteiligung in der Energiewende und dem Voranschreiten der Energiewirtschaft mit umzusetzen. 2013 gab es dann ein entsprechendes Volksbegehren, in welchem ungefähr 230.000 gültige Unterschriften dafür gesammelt wurden, dass es eben diese Rekommunalisierung, also den Verkauf des Stromnetzes an eine öffentliche Gesellschaft geben sollte. Das waren deutlich mehr Unterschriften, als notwendig gewesen wären. Und dementsprechend musste nun die Politik handeln und musste möglich machen, dass eben die Konzessionsvergabe dann das nächste Mal an ein ja, öffentliches Unternehmen passieren würde. Gleichzeitig hatte allerdings die damalige Regierung in Berlin, also die Landesregierung Berlin, die Berliner Stadtwerke gegründet als ja neue Gesellschaft, die es so in der Vergangenheit nie gab und wollte damit wahrscheinlich auch so ein bisschen diesem Volksbegehren so ja den Wind aus den Segeln nehmen. Es hat nicht funktioniert. Wie gesagt, es gab mehr als genügend Unterschriften. Die Stadtwerke Berlin sind heute dann auch tatsächlich ein ganz interessantes Unternehmen, was sich vordergründig auf erneuerbare Energien, vor allem Solaranlagen auf den Dächern in Berlin ja kümmert. Und das ist eigentlich ganz, ganz interessant. Hatte damals wahrscheinlich so ein bisschen einen anderen Zweck, aber schlussendlich ist das alles gut gegangen. Es gab also das Volksbegehren erfolgreich und jetzt ist die Konzessionsvergabe natürlich irgendwann ausgelaufen, nämlich zum Ende 2014. Heißt, Ende 2014 würde die Vattenfall-Tochter Stromnetz Berlin die bisherige Konzession, also die Erlaubnis, das Stromnetz zu betreiben, erstmal verlieren, kann sich aber natürlich neu darauf bewerben, es weiterzuführen. Und das ist natürlich passiert. Dieser gesamte ja, Bewerbungsprozess um das Weiterführen und das Erlangen der Konzession lief schon seit 2011. Und da haben sich verschiedene Player beworben, unter anderem natürlich Vattenfall, um das einfach weiter zu betreiben. Und schlussendlich auch verschiedenste andere Stellen, unter anderem eben auch das Land Berlin. Und dann ist es aber Folgendes passiert.
es ist nichts passiert. Wir hatten bis Ende 2018 eigentlich schon gar keine weiteren Schritte, die großartig passiert sind. Also die Konzession ist ausgelaufen. Vattenfall hat damit eigentlich nicht mehr das Recht gehabt, das Netz zu betreiben. Aber weil es keine Neuvergabe gab, weil die nicht erfolgreich durchgeführt wurde, weil es viel Streit gab und man sich eben nicht so richtig einigen konnte, hat Vattenfall weiterhin praktisch immer kurzfristig diesen Vertrag verlängert bekommen und war weiterhin damit beauftragt, das Stromnetz Berlin zu betreiben. Nun gab es 2018 dann trotzdem irgendwann mal einen Entscheid, nämlich es gibt jetzt drei Bewerber für die Konzession, Vattenfall selbst, dann die sogenannte Berlin Energie, das ist der landeseigene Betrieb, das ist praktisch das Land Berlin, und es gab auch noch die Bürgerenergie Berlin. Und das ist praktisch ja eine Energiegenossenschaft, wie es eben auch an anderer Stelle gibt, die praktisch aus ja, Bürgeranteilen sich finanziert und dann eben dieses Stromnetz kaufen würde. Diese drei Bewerber gab es, die wollten allesamt diese Konzession gewinnen. Und schlussendlich hat es dann eine politische Entscheidung geben müssen. Das Abgeordnetenhaus in Berlin hat sich dafür entschieden, die Konzession an Berlin Energie, an den landeseigenen Betrieb zu übergeben. Natürlich hat Vattenfall dann direkt mal geklagt. Und deswegen ist auch bis heute noch nichts weiter großartig passiert. Aber wir haben jetzt folgende Information. Am 7. November will das, ich glaube, Landgericht Berlin veröffentlichen, wie der Entscheid jetzt zu diesem Konzessionsvergabeverfahren aussieht. Das heißt, das Gericht sagt dann zum Beispiel, ja, die Vergabe an Berlin Energie, an den landeseigenen Betrieb, ist in Ordnung und dann ist Vattenfall raus. Es kann aber auch sein, dass das Gericht sagt, da war das Vergabeverfahren vielleicht nicht ganz fair und deswegen geht es doch wieder an Vattenfall. Das Vergabeverfahren wurde schlussendlich durch eine, ja, man sagt, unabhängige Ausschuss des Abgeordnetenhauses erstmal vorbereitet und dann eben auch beschlossen. Und dann hat das Parlament in Gänze diesen Beschluss dann eben auch wirklich durchgeführt. Aber natürlich ist es schon so eine Frage aus Sicht von Vattenfall, hey, ist das eigentlich voll in Ordnung, dass die den Zuschlag an den landeseigenen Betrieb, also an ihren eigenen Betrieb schlussendlich geben? Aus Sicht der Rekommunalisierung, super Idee, gar keine Frage. Jetzt stehen wir also aktuell dort, dass es in wenigen Wochen ab Veröffentlichung dieses Videos einen Entschluss gibt. Ja, die Rekommunalisierung des Stromnetzes in Berlin findet statt. Was bedeutet das für die Mitarbeiter von Stromnetz Berlin? Eigentlich nicht wirklich was, weil es werden die Geschäftsanteile verkauft. Na, Vattenfall verkauft dann die Geschäftsanteile an Stromnetz Berlin GmbH, an Berlin Energie. Und schlussendlich wird sich für die im Alltag eigentlich nichts ändern. Aber es gibt da natürlich andere, ja, Ausrichtungen. Also es ist nicht mehr privatwirtschaftlich, sondern es ist eben ein landeseigener kommunaler Betrieb. Und das ist schon ganz interessant. Bleiben wir mal gespannt, was in den nächsten Wochen dazu noch rumkommt, was wir noch erfahren werden. Habt ihr irgendwelche Fragen zu Konzessionsvergabeverfahren oder ganz speziell zu eben genau diesem in Berlin? Dann schreibt die mal in die Kommentare. Ansonsten liked dieses Video, während ich euch hier noch zwei weitere Videos anzeige, unter anderem eben zum Konzessionsvergabeverfahren. Und abonniert bitte diesen Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.